Man dreht sich förmlich im Kreis und das Häuschen ist zwar niedlich, aber leider keine Toilette. Und da muss man raus in die Kälte bis zur Rezeption nach vorne, das sind 100 Meter. Und da darf man sich duschen, waschen und Wasser lassen. Bin ich hier auf dem Berg 420 Meter und dann noch mal so ein Stück auf die andere Seite, damit man noch ein bisschen den Sonnenuntergang erleben kann. Ihr seht, geht es dann da hoch und dann wird es auch langsam schon wieder dunkel. Ja. Ich hoffe, ihr wischt dann noch die gleichzeitig die runterfährt, ist ja nur eine Seilbahn. Und dann geht's heute Abend Nordlichter gucken.
hänge ich hinter diesem LKW fest. Ich habe jetzt ein Drittel der Reise geschafft und habe jetzt doch den Umweg genommen über die Bundesstraße bzw. Europastraße und nicht die Fähre, die wir kürzer, aber ich habe gesehen, die Straße führte dann über die Berge und das traue ich mir jetzt doch bei diesen Wetterverhältnissen nicht zu. Und ich weiß auch nicht, inwiefern die da noch geräumt hatten. Also fahre ich den sicheren Weg und sicher auch hinter diesem LKW. Ich hoffe, dass der doch irgendwann mal abbiegt. Weil ansonsten bin ich rechtzeitig da. Aber sonst könnte ich ein bisschen früher da sein. Heißt es, der Tunnel ist teilweise gesperrt. Wahrscheinlich ist da eine Ampel. Es gibt tatsächlich einen Tunnel vom Festland rüber auf die Insel. Und der ist ziemlich lang. Liebe Leute, heute Morgen war unser Auto total eingeschneit. Siehe da. Ich habe es jetzt einigermaßen freigekommen. Und ja, Vollmond haben wir auch. Oder einen Halbmond, was auch immer. Und jetzt muss ich ein bisschen warten, bis der Wagen warm wird. Und dann schauen wir mal für die 1 oder 2 Kilometer zum Hotel. Müssen die Scheiben noch einigermaßen frei sein, sonst sehe ich gar nichts. Gut, dann auf geht's zum Whale Watching oder Snorkeling. Mal schauen, was ich eines davon mache.
Weg nach Tromsø wieder. Ich habe da auf dem Weg noch einen netten Herrn kennengelernt in einem kleinen Supermarkt, wo ich noch Kaffee trinken durfte für sage und schreibe 5 Kronen. Das sind ungefähr 50 Cent. Leider war es Nescafé, aber immer noch besser als gar nichts, weil hier auf dem Weg ist wirklich kaum irgendeine Raststätte. Es ist alles sehr einsam, aber auch sehr schön, wie ihr seht. Und jetzt wird es schon wieder langsam dunkel. Ich habe relativ lange dort bei ihm gesessen. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Er hat viel erzählt über sich und seine Familie und der Laden. Der kleine Supermarkt gehört ihm eigentlich gar nicht, sondern es gehört der Gemeinde. Und jeder von der Gemeinde ist der Inhaber. Das fand ich ganz interessant. Und so versorgen sich die Leute selber in diesem kleinen Supermarkt. He doesn't really like to stand with the other dogs, so that's why he's standing alone. Okay. Because he's a very like calm dog, so he makes him more calm as well. Very cool. From the driver as well. Even if the dogs are super strong, they still need some help when it's going uphill. That means that the driver actually needs to get off and push the sledge a little bit uphill, because otherwise you will stand still. The dog will not pull you up. So they just need to go up and help pushing it. The passenger doesn't need to do anything. He just sits in the sledge. And it's very important also because we're driving on a track, more or less. So how do we are going to brake? It's really simple. We have two brakes, the soft brake
and the hard brake. Okay? Now, when we start braking, we always start with the soft brake. The soft brake is made to regulate speed. It's not supposed to stop the speed. But we're going to start with the soft brake. Okay, we put all our weight into it with 1 foot. Maybe it's not enough. Okay, I put 2 foot on. All right? We maybe need a little bit more braking. We take the big guns out. There is one important point about this. You see now the line is in the air. It means it has tension. It means the dogs are running faster than the sled. That is good. That's how we want to keep it at all times. If at one point, for whatever reason, there's many of them, but there's no real need to explain all of them, the line drops to the ground, what it means? It means that the sled is starting to run faster than the dogs. And why is that a problem? Attached to this line here is the closest dog to your sled. It's called the wheel dog. You're basically your engine. If you're not braking in the right moment, when you lose tension, you're only 1.5 meters away from the dog, which means that you run on top of one of my dogs. Now, the next step. You guys have to remember that those are not machines. They're living beings, and they are basically my family. Thank you.